Okay, let's go. Ich möchte damit beginnen. Das ist noch von gestern. Ja, meine Mutter hat die warm gemacht, weil die meinte, das schmeckt dann besser. Dann habe ich gesagt, okay. Mhm. Die sind selbst gemacht. Immer Sushi. Für die eine Ehrenfrau. Scheiße, schmeckt nach Wasser. Ein bisschen zu viel Eis. Die sind mit Shrimps. Und was habe ich noch? Gurken und Paprika. Ja, das sind panierte Garnelen. Nee, meine Schwester haben kein TikTok. Beziehungsweise machen noch kein TikTok. Als Soße habe ich Sojasauce mit Mayonnaise gemischt. bist du die Jüngste in deiner Familie? Nee, die Jüngste bin ich nicht. Weil meine Tante hat ein Baby bekommen. Und meine andere Tante hat auch Kinder und die sind alle jünger. Aber so... Von meinen Geschwistern bin ich die Jüngste. Dankeschön, Lara. Wie lange dauert das zu machen? Also den Sushi-Reis zu machen, der dauert 25 Minuten. Und die Panade, diesen Tempura-Teig oder so, der muss 30 Minuten ruhen. Kannst du dir ja ausrechnen so und dann der Rest noch mit dem Rollen und so. Dauert ein bisschen. Das war viel zu viel Wasabi, Leute. Ich werde sterben. Das war sehr viel. Hm.
hardcore scharf. Leute, esst mal so einen ganzen Löffel Wasabi. Dann wisst ihr, wie ich mich gerade fühle. Es war zwar kein ganzer Löffel, aber ihr wisst schon. Ich esse gleich noch Börek. In meinen Sushis sind Shrimps drin, Gurken, Paprika, rote Paprika und ja, das war's. In einigen habe ich Frischkäse und in anderen habe ich Mayonnaise reingemacht. Ich weiß nicht, aber ich schmecke es nicht raus. Wisst ihr was? Ich brauche Sojasauce. Ich hole mir kurz Sojasauce, Leute. Ich bin gleich wieder da.